Auch im 40. Jahr ihrer außergewöhnlichen Karriere findet sich die Wiener Sopranistin Leonie Rysanek in den Schlagzeilen der internationalen Kulturberichterstattung. Trotz Fachwechsel von der Marschallin und Chrysothemis hin zur Küsterin, Cabanicha und Clytemnestra. Etwa im Mai 1990, da feiert man in der supermodernen, funkelnagelneuen Bastille-Oper in Paris ihre Ausdruckskraft und unverminderte stimmliche Potenz in Kadia Kabanova. Noch im selben Monat wiederholt sich der Erfolg in einem der ältesten Logentheater Europas in Barcelona. Im Gran Liceo hat die Rysanek bis zu diesem Zeitpunkt noch nie gesungen. Als sie sich neben Václav Neumann, dem berühmten tschechischen Dirigenten, der Presse vor der jüngsten Jenufa-Premiere stellt, ist der Journalistenandrang sehr groß. Aber auch nach dem späten Debüt überschlagen sich Publikum und Presse. Aus dem Monstre Sacré in Paris wird nun Rysanek. La Mythica, die Mythische. Die 63-jährige Diva wird zu einer der imponierendsten Sängerinnen erklärt, der man in den letzten 4 Jahrzehnten in Barcelona begegnen konnte. In ihrer Heimatstadt Wien singt die Rysanek ganze 40 Jahre und noch immer finden sich solche Schlagzeilen. Ganz besonders wird etwa die psychische Spannung jener Szene hervorgehoben, in der sich die sittenstrenge Küsterin zum Mord am Neugeborenen ihrer Ziehtochter Jenufa entschließt. Yeah.
Rund 500 Mal hat Leonie Rysanek in diesem Haus seit ihrem Debüt im Juni 1950 solch dramatische Intensität und stimmlichen Totaleinsatz geboten. Mehrere Generationen von Besuchern in ihren Bann gezogen. Doch als die blutjunge Anfängerin zu ihrer ersten Vorstellung in ihre Heimatstadt berufen wird, da muss das Haus am Ring erst aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs mühevoll neu errichtet werden. Das ganze Land kennt damals nur ein Motto: Wiederaufbau und Neubeginn. Diesem Slogan hat sich auch die 1926 in Wien-Erdberg geborene Leonie Rysanek verschrieben. Als sie mit knapp 20 Jahren als Stipendiatin des Wiener Musikkonservatoriums ihre Gesangsausbildung beginnt und als echtes Naturtalent mit 22 Jahren am Landestheater Innsbruck debütiert. Innerhalb eines Jahres ist sie der Star der Tiroler Musikszene und singt Gilda und Brünnhilde, Giuditta, Desdemona und Myrtokle. So wird sie auch prompt nach Wien empfohlen, als für eine Staatsopernvorstellung in der Volksoper für die selten gespielte D'Albert-Oper Die Toten Augen ein Ersatz für Maria Reining gesucht wird. Im Ausweichquartier der Staatsoper am Währinger Gürtel ist die Wienerin als Gast aus Tirol noch so unbekannt, dass ihr Name im Programmzettel falsch geschrieben wird. Aber der Erfolg dieser Myrtokle ist so nachhaltig, dass sie wenige Monate später ganz regulär engagiert wird, und zwar ins legendäre Theater an der Wien. So karg und ärmlich der Alltag der Menschen im Nachkriegs-Wien auch ist, in musikalischer Hinsicht sind sie mehr als verwöhnt. Diesmal ist es Ljuba Velic, der die junge Rysanek als Tatjana in der Tschaikowski-Oper Eugen Onegin nachsingt. Leonie Rysanek war das fünfte von sechs Kindern einer Wiener Arbeiterfamilie. Schon in den Jahren der Wirtschaftskrise hatte die Familie bitterste Armut kennengelernt. Nun schickte die aufstrebende Sängerin von ihrer kleinen Tiroler Gage einen Teil ihren Eltern nach Wien, um die ärgste Not der Trümmerjahre zu lindern. In Wien selbst macht die Not ebenfalls erfinderisch. In dem zur Tauschzentrale umgewandelten Dorotheum wird alles Erdenkliche angeboten, aber nicht alles an den Mann gebracht. Doch die Kulturszene ist nicht nur auf dem Gebiet der Oper und des Konzertlebens qualitativ hochrangig. Auch das Kabarett floriert und zu den neuen Talenten zählen Schauspieler wie Helmut Qualtinger. Und in der Bar an der Ecke legt sich ein Friedrich Gulda ins Zeug. Und wenn die Austria-Wochenschau im Jahr 1950 über eine Modenschau berichtet, dann ist der Schauplatz kein prunkvolles Palais, sondern der Laden nebenan.
Die Besatzungssoldaten patrouillieren weiter am Ring, während der Wiederaufbau der Staatsoper in den nächsten Jahren flott vorangeht. Leonie Rysanek hat in der Zwischenzeit auch andere europäische Metropolen erobert. München, London, Paris, Berlin und Rom. Dort trifft sie auf Karl Böhm, der soeben zum Direktor des Eröffnungsfestes der wiedererrichteten Staatsoper nominiert wird. Und während in Österreich die Verhandlungen um den Staatsvertrag mit den Dachdecker- und Stuckaturarbeiten an der Staatsoper in die Zielgerade laufen, unterschreibt sie einen Ensemblevertrag nach Wien, in dem ihr auch eine Teilnahme am Premierenreigen im November 1955 zugesichert wird. Als es zu diesem kulturellen Großereignis kommt, gehört Leonie Rysanek zu den beliebtesten Sängerinnen des Wiener Publikums und ist gleich für 2 der 11 Premieren angesetzt. Die Wiener Staatsoper ist wieder eröffnet. In einem Staatsakt, der durch die Anwesenheit des Herrn Bundespräsidenten ausgezeichnet wird, findet die feierliche Schlüsselübergabe statt. Vor der gesamten Bundesregierung, den Spitzen des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens und dem versammelten Staatsopernensemble übergibt Unterrichtsminister Dr. Drimmel dem Operndirektor Dr. Karl Böhm den Schlüssel und damit die Verantwortung für das wiederaufgebaute Haus am Ring. Am Abend desselben Tages erlebt Wien eine Prominentenauffahrt ohnegleichen. Nacheinander treffen Paula Wessely, der britische Botschafter, Lotte Lehmann, Bruno Walter und Henry Ford in der Oper ein. Bundespräsident Körner und Bundeskanzler Raab, beide in Frack und Dekorationen, machen die Honneurs im Foyer. Ebenso schöne wie elegante Frauen sind die Zielscheibe hunderter Kameras und tausender bewundernder Blicke. Mrs. Booth Luce, die amerikanische Botschafterin in Rom, und Außenminister Dulles erwecken im festlichen Zuschauerraum großes Interesse. Dann verlöschen die Lichter und die erste Aufführung der neuen, alten Staatsoper beginnt. Fidelio von Ludwig van Beethoven. Während das Fernsehen noch in den Kinderschuhen steckt, sind die Übertragungen der Premieren via Radio noch ein Volksfest. Also auch Frau ohne Schatten mit Leonie Rysanek, neben den etablierten Größen wie Ludwig Weber oder Elisabeth Höngen.
Die Frau ohne Schatten-Premiere leitet der Staatsoperndirektor Karl Böhm selbst. Und zwei Tage später gibt es diesmal in der Regie des Burgtheaterdirektors Adolf Rott schon wieder eine Neuinszenierung. Man spielt Verdis Aida mit Leonie Rysanek und George London als Amonasro. Die Weltpolitik blieb aber trotz des Wunders des österreichischen Staatsvertrages inklusive Opernfest nicht auf Schönwetter programmiert. Schon bald kommt es zur Suezkrise. Und zum neuerlichen Aufrüsten von Ost und West. Die Ära von General Dwight D. Eisenhower ist angebrochen. Und Großbritannien spielt noch ein letztes Mal den Glanz eines kolonialen Weltreichs aus. Der spätere Mann im Mond besteht bereits seine erste Feuerprobe, allerdings noch auf der Erde. Und das Schönheitsbarometer in der Mitte der 50er Jahre, es ist auf Kurvenreich programmiert. In der Münchner Oper, im Prinzregententheater, kommt es im selben Sommer 1956 zu einem Spezialereignis für Fans von Richard Strauss. Intendant Hartmann wagt sich als Regisseur an die selten gespielte Oper Die ägyptische Helena mit Bernd Altenhoff, Anneliese Kupper und dem Topstar der Münchner, Leonie Rysanek.
Dirigent ist Josef Keilbert, ebenfalls ein Strauß-Spezialist wie der Hausherr. Und das Wagnis gelingt. Das Duo Rüsaneck-Altenhof bringt die kaum aufhörbare Oper zu rauschendem Erfolg. Später. Festspielrummel in Bayreuth. Jetzt sind die Wirtschaftswunderjahre ins Land gezogen. Unter den Ehrengästen am grünen Hügel erwarten viele Schaulustige Prominenz aus Wirtschaft und Politik. Und sie finden, was sie suchen. Zum Beispiel Franz Josef Strauß. Aber das Hauptinteresse gilt doch einer Grande Dame, die Begum. Die Frau des Aga Khan ist eine echte Musikexpertin und Verehrerin der Werke Richard Wagners. Und auf der Bühne selbst verzaubert die Rüsaneck nun als Senta in einer Wieland-Wagner-Inszenierung ein internationales Publikum. Oh!
Die Senta ist inzwischen zum Markenzeichen für Leonie Rüsanek geworden. Sie ist so, wie Richard Wagner diese Frau erträumt haben mag, urteilt die internationale Kritik und stilisiert die Holländer-Premiere zum Höhepunkt des neuen Bayreuth, bei dessen Wiedereröffnung 1951 die Rüsanek bereits als Sieglinde mit dabei war. Die Sängerin ist nun 1959 an die Weltspitze gelangt. Im Dezember 1959 eröffnet sie als Verdis Desdemona neben Mario del Monaco als Othello und Tito Gobbi die Saison der Mailänder Scala. Wenige Monate zuvor hat sie bei ihrem Met-Debüt die Königin der Operndivas Maria Callas ersetzt. Und mit ihrer machtlüsternen Lady setzt sie auch in puncto bel canto neue Maßstäbe. Nach einer New York-Sensations-Aida kommt es 1960 zu einem weiteren Höhepunkt in ihrer Karriere. Met-Chef Rudolf Bing bringt zum ersten Mal Verdis Nabucco in New York heraus und die Rüsanek muss die Bravour-Kadenzen der bösartigen Abigaile schmettern. Nun pendelt sie zwischen Europa und den USA. Eine Wegbereiterin des Opern-Jet-Set. In wenigen Minuten werde ich wieder nach Amerika fliegen, und zwar zuerst nach Texas, wo ich die Aida singe, und dann wieder zurück an die Metropolitan, um einen zweiten Teil meines Vertrags zu erfüllen, wo ich wieder Aida, Nabucco, Tannhäuser, viele, viele Rollen noch singen werde, ungefähr bis Ende April, und werde dann mit der Metropolitan auf Tournee gehen und im Juni wieder in Europa sein, und zwar zuerst in Wien, wo ich in den Festwochen ebenfalls Aida, Macht des Schicksals und Walküre mit Herrn Pokarian singen werde, und werde dann wahrscheinlich wieder in München sein, und was dann ist, dann wird ein bisschen Urlaub gemacht. Aber der Höhenflug geht in den nächsten Jahren nicht endlos weiter. Leonie Rüsanek erleidet Karriererückschläge, pausiert, singt einige Jahre weniger und findet vor allem an der Met jenes Publikum, das ihr auch in schwierigen Zeiten die Treue hält. Aber auch die Weltpolitik bekommt Was ich bin, 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 bin.
Wenige Monate später probt Leonie Rüsanek im neuen Münchner Nationaltheater. Nach den Jahren der Reiseunlust beginnt sie wieder an die Bühnen der Welt zurückzukehren. Hier umarmt sie Francisco Lazzaro als Cavaradossi. Orba, lasciami! Tu fido stasera stai fermo al lavoro e mi prometti sia caso fortuna, sia treccia! Ja, die Tosca ist eine meiner meistgesungensten Rollen. Dabei muss ich aber sagen, ich mochte sie am Anfang gar nicht. Das heißt, ich habe sie gerne gesungen. Aber schauspielerisch habe ich eigentlich wenig damit anfangen können. Ich weiß noch ganz genau, es war, bevor ich sie an der Met gesungen habe, und das ist erst 2 Jahre her, dass ich plötzlich eine ganz andere Seite an der Tosca entdeckt habe. Ich habe sie früher so ein bisschen auf nur Primadonna oder in einer anderen Inszenierung nur auf lieb und nur auf süß oder freundlich und nett und liebenswert gespielt. Und wie sehen Sie sie jetzt? Jetzt würde ich sagen, in allererster Linie ist die Tosca mal eine Frau. Zweitens ist sie eine Römerin. Und ich glaube nicht, dass die Tosca eine Grande Dame sein soll. Es kann auch sein, dass die Tosca etwas älter ist sogar. Kann man auch machen. Piano, Bruder,
gar non verrà, donna nessuna. Lo giuro, amore, va. Während der Frau ohne Schattenvorstellungen kommt es zu einem einzigartigen Kulturgroßereignis. Zu Karl Böhms 80. Geburtstag singen die Größten der Großen im Chor. Brüsaneks zweiter musikalischer Mentor Herbert von Karajan umarmt hier seinen einstigen Rivalen. Unmittelbar vor der Brüsanek. Die Rüsanek hat nun gegen Ende ihres dritten Karrierejahrzehnts neue Rollen übernommen. Nach Salome und Kundry unter anderem auch die Santuzza. Aber die Belastungen des Langzeiterfolges werden immer deutlicher. Sie singt in keinem anderen Opernhaus so oft wie in ihrer Heimatstadt. Dennoch hat sie Probleme damit. Es ist immer schwer im eigenen Land. Ich zittere nirgends so wie hier in Wien, wenn ich auf die Bühne bin. Und der Met, das ist für mich, wie wenn ich zu Hause bin und in mein Studio gehe und singe. Hier gehe ich schon so rein. Ich weiß es nicht, aber es ist so.
überhaupt kein Regen, Jungfrau, überhaupt kein. Hast du nicht die Kraft, Angesicht herauf, als mir mal zu mir zu schleppen? Im Alter von 55 Jahren wagt sich die Rüsenegg an ein tollkühnes Unterfangen. Sie wechselt für Karl Böhm und Götz Friedrich ein einziges Mal, und das im Film, von der Chrysothemis zur Elektra. Hat die Elektra nur einmal, allerdings spektakulär gesungen. Jahrzehntelang war sie die ideale Chrysothemis neben Birgit Nilsson. Und seit 1989 ist sie eine beklemmende Clytemnestra, zuletzt neben Gwyneth Jones in Genf. Wenn ich wieder auf den Augen liege.
Nein, das ist schon gut. Haben wir es nicht immer Sticker für? Nein, das kann ich. Ist gut so? Ja. Ja, gut. Toi, toi, toi. Dankeschön.